Was braucht es alles, damit die Polizei ausrücken kann? Von Uniform über Material, Taschenlampen, Zugreifhändchen bis hin zum Zubehör. Also bei uns für die Informatik kommt jeder User einen Laptop über und ein Diensthandy. Das durfte ich heute alles herausfinden beim Tag in der Polizeitechnik. Von diesem Dienst wird ein Polizist ausgerüstet. Wir wissen, von wann das die Leute draussen an der Front reden, was die brauchen. Aber mit dem kann man ja auch nur nicht mehr aushauen. Manchmal, mit dem kann man Griff machen, oder? Irgendwas so da. So eine Ausrüstung von Kopf bis Fuß ist nicht gerade günstig. Ich kann gerade mit etwa 10'000 Franken rechnen. Was ist das, was ihr am meisten braucht? Da ist ein schwarzes Büchlein und der Kugelschreiber. Aus dem Grund, damit sie sich wichtige Notizen machen können, wie zum Beispiel Autonummern oder bei Personenbefragungen. Das vergisst nicht. Das ist wie das Internet. Stichwort Internet. Ein Polizist bei der Kapo wird auch mit einem neuen iPhone sowie einem Laptop ausgerüstet. Natürlich jemand, der ein bisschen Tränen in den Augen hat, wenn er sein Samsung-Gerät auf die Seite legt und ein iPod-Gerät muss übernehmen. Und natürlich mit dem Herzstück am Funk. Ein so ein markanter Knopf, das ist der rote hier oben. Wenn du draußen bist, wenn du selber mit dem Leben bedroht wirst oder irgendwo runtergehst und niemand mehr kannst um Hilfe rufen, dann ist da der SOS-Knopf. Zu der Logistik und Ausrüstung gehört auch das Polizeiauto und was alles drin ist dazu. Das zeigen wir dir aber in einem separaten Video. Danke der Polizeitechnik für den interessanten Einblick.